In der chinesischen Hauptstadt Peking dauern die Corona-Massentests an. Die Behörden wollen eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern. Zahlreiche Wohnanlagen und Einkaufszentren in Peking sind bereits geschlossen. Viele Bewohner befürchten einen langen, harten Lockdown, wie zuletzt in der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Dort sind nach Behördenangaben zuletzt außerhalb der verbliebenen Corona-Sperrzonen keine neuen Infektionsfälle aufgetreten. Am Freitag hatte etwa die Hälfte der Bevölkerung von Shanghai nach wochenlangem Lockdown wieder die Häuser verlassen dürfen. Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut 87.298 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 159 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Deutschland auf 135.451.